Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Demon's Souls. Hier geht's weiter. Hier sind wir stehen geblieben. Ich muss mich ein bisschen beeilen, tatsächlich. Glaube ich. Wieso bin ich eigentlich tot? Ach ja, ich bin gestorben, als ich die Waffe hier geholt habe. Also hier insgesamt gibt es jetzt nicht so viel Spannendes mehr. Also man muss ja auch nicht alles, also ja, alles einsammeln. Die lassen Scherben fallen, das ist eigentlich ganz cool. Aber sonst gibt es eigentlich nichts Spannendes. Schon beim letzten Mal hatte ich die krasse Waffe hier geholt. Die ist ganz nützlich. Ey, du kannst. Ich komme gerade aus dem Dark Souls 2 Let's Play. Du kannst es halt einfach gar nicht. Also, das fühlt sich hier so viel besser an. Du hast hier so viel mehr Kontrolle über deinen Spieler. Dark Souls 2 hast mehr das Gefühl, dass das Spiel dich spielt, als andersrum. Hier hast du so viel mehr Kontrolle über das, was du tust. Fühlt sich tausendmal besser an. Aber das Game ist halt auch 10 Jahre jünger, ne? Danke für den Lurk, Nobu. So, und jetzt haltet euch die Ohren zu. Hier kommt jetzt gleich der Drache, der macht richtig Krach. Oh, habe ich irgendwie nicht kommen sehen, dass er mich trifft. Ach, als ob er mich da trifft? Was ist das denn? Es gibt hier einen riskanten Weg, da geht man einfach oben lang, aber man kann auch hier unten lang gehen. Das ist dann sehr viel sicherer, weil der Drache einen hier unten nicht treffen kann. Und hier unten kann man auch nochmal Ostrava helfen, wenn man hier lang geht. Der war da hinten, ja. Muss man gleich aufpassen, da kommen, ich weiß nicht, ob hier oder auf der anderen Seite kommen ganz viele Hunde auf einmal. Und ich habe irgendeine Einstellung habe ich drin, dass ich irgendwie... Den killen wir mal eben. Dass ich irgendwie Wandmeidung habe oder so. Meine Kamera macht ganz komische Dinge. Ach komm schon! Reicht doch jetzt. Ich habe jetzt hier kurz eine Einstellung machen. Kamera. Verfolgen, Wandsicht. Manuell, zack. Mach's bitte manuell. Ja, Ostrava helfen. Vielen Dank. Oh, Kyras des Blauäugigen. Kann man direkt mal nehmen, die ist sehr gut.
Ne? Sollte man auf jeden Fall auch sicher spielen. Weil auch 5, auch gleichzeitig hat man keinen Spaß, keinen Bock. Hier ist der erstmal der Händler. Ah, hat er irgendwas Spannendes? Claymore ist natürlich ganz cool, aber ich habe ja schon meine Waffe. Ich hole einfach mal ein paar Gräser. Ich glaube, der kommt auch mit in den Nexus. Bin mir aber nicht sicher. Und hier muss ich einmal oben lang mit dem Drachen. Aber dann ist man auch schon mal im Boss. Das geht eigentlich klar. Am besten einmal durchlaufen. Wegen dem Drachen. Kommt da schon. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ah, ich schaff's nicht. Oh, oh, fuck, gestorben. Der blaue, das habe ich nicht. Den habe ich nicht kommen sehen. Abfuck. Ganzen Weg nochmal latschen. Ja, da gehe ich ja gerade hin, Skoppel. Den ersten Boss habe ich gemacht und jetzt kann man zum Turmritter. Ich bin ja gerade auf dem Weg dahin. Den kann man direkt machen und dann muss man den Drachengott machen. Das sieht. Was? Das ist PlayStation exklusiv, ja? PS5.
hätte ich ja auch vergessen. Das gute alte Wurfmesser. Bei den Lizards, die ihr gerade gesehen habt, ist es so, dass man die auch farmen kann. Die kommen fünfmal wieder. Also man kann den killen, dann kann man reloaden und dann kommen die nochmal. Obwohl, ich weiß nicht, ob es fünfmal war oder ein oder zweimal. Nicht 100% sicher, ist wieder gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall, die kommen, die kann man mehr als einmal töten und looten. Mehr als einmal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob zweimal oder fünfmal. Ich meine sogar fünfmal. Aber auch nicht 100% sicher. So, und hier sind wir jetzt beim nächsten Boss. Vielleicht muss ich ja doch mal eine PS5 besorgen. Auf jeden Fall lohnt sich extrem. Allein für das Game lohnt es sich schon. So, hier haben wir schon mal den Turmritter-Boss. Hier macht es natürlich Sinn, erstmal die Bogenschützen auf der Seite kaputt zu machen. Bisschen wie bei Bloodborne, da gab es auch mal so einen Boss, wo man das so machen musste. Aua. Ist der Ton so okay für euch? Ja, gut. So, und jetzt ist es nur noch der Turmritter. Und der ist tatsächlich gar nicht so schwer. Der kann man gut vergleichen mit diesen Eisengolem bei Dark Souls oben im Zen's Fortress. Au, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Skoppel ist echt ein Sack. Nochmal latschen. Boah, habe ich einen Pfeil im Kopf. In den Haaren. Aua. Ah ja, wir könnten ja letztes Mal gucken wegen dem Lizard. Da ist er nämlich nochmal.
Also zweimal auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob zweimal oder fünfmal. Nochmal in den fucking Boss rein. Da kenne ich nix. No. So, eine Hacke ist schon mal blau. Jetzt fällt er um. Genau auf mich. Perfekt. Genauso wollte ich das. Und dann kann man hier schön auf den Kopf und dann macht das viel mehr Schaden. Babam! Das war der Turmritter. Ist eigentlich relativ easy, wenn man keinen Skoppel im Chat hat. Und jetzt ist es so, wie ich gesagt hatte, jetzt kommt man hier nämlich nicht weiter. Hier kommt man erst weiter, wenn man den Drachengott besiegt hat. Im nächsten Dingsbums. Eiserne Dämonenseele bekommen. Ich glaube, man kann von ihm sich auch das Schild machen lassen. Oder den Speer, bin mir nicht sicher. Hier gibt es auch so Bossseelen. So Bossseelenzeug. Dann gehen wir mal zurück in den Nexus leveln. Dann geht's ab zur Spinne. Das Spinnengebiet ist relativ groß und weitläufig. So. Was ich brauche. Intelligenz gibt MP, genau. Und Magie macht mehr Schaden. Und Zauberkraft, genau. Ich würde erstmal hier komplett auf Zauberkraft gehen, weil wir brauchen auf jeden Fall für die Spinne ein bisschen Zauberkraft. Da oben ist Ostrava, mit dem kann man einmal kurz sprechen. So. Und jetzt ist wichtig, oder ich weiß nicht, ja, wichtig ist es eigentlich nicht. Wenn ihr pure, ich wollte nicht so viel zu den Tendenzen sagen, aber ihr seht ja, dass links, ganz links, Palast von Boletaria ist ja jetzt schon viel heller und gelber. Und wenn man in einer Welt menschlich ist und dann stirbt, wird es dunkel. Deswegen gibt es eine Taktik, dass man halt sich extra umbringt im Nexus, weil wenn man im Nexus stirbt, dann macht das nichts. Aber ich mache das nicht, weil mir sind die Welttendenzen egal. Für einmal durchspielen ist es wirklich vollkommen egal. Ich will auch keine bestimmte Waffe haben oder so für irgendwelche Welttendenzen. Deswegen ist mir das echt wurscht. So, und hier muss man echt mal ein bisschen den Blick schweifen lassen, wie gut das hier aussieht. Hier haben wir nochmal einen Händler. Der kann aber nichts Besonderes. Oder der hat nichts Besonderes. Da muss man kurz aufpassen. Die werfen Steine. Richtig assi. Da muss man genau gucken. Der eine macht ein bisschen langsamer, der andere ein bisschen schneller. Muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja, das
Vor dem muss man sich ein bisschen in Acht nehmen. Brecher Streitaxt, auch eine gute Startwaffe, weil die halt schon plus 1 ist. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Das geht's wieder runter. Ups. So, und wenn man jetzt eine Welttendenz hätte, die komplett schwarz ist, dann würde es hier unten einen Dämonen geben. Das sieht aus wie so eine riesige, fette, schwarze Larve. Und wenn man die besiegt, dann gibt es eine ganz besondere Seele, mit der man irgendwas machen konnte. Ich weiß aber nicht mehr was. Oder doch. Man braucht eine bestimmte Anzahl Seelen. Boah, scheiße, was macht man damit nochmal? Wir haben keinen Demon's Souls-Spezialisten im Chat, ne? Vielleicht wisst ihr es auf YouTube in den Kommentaren. Könnt ihr das gerne mal reinschreiben. Ich bin mir gerade nicht sicher, was kann man damit nochmal machen. Danke für den Lurk, Rolf. Oder einer jeweils? Also pro Welt gibt es einen so eine Larve. Ich weiß nicht mehr, was man damit machen konnte. Irgendwas konnte man damit machen. So, jetzt geht's hier weiter. Also mit der Waffe, die ich jetzt hier habe, ist es alles eigentlich gar nicht so schwer. Tatsächlich. Weil die Waffe halt echt okay ist. Die Waffe ist echt gut. Fast ein bisschen wie Cheaten. Der Backstep-Bereich ist auch sehr großzügig. Ach ja, dann gibt es immer so Leute mit Säcken, die haben ganz viele Steinchen dabei. Da muss man aufpassen, da kommen gleich Hündchen raus. Denn das ist nämlich so ein... Da sind die Hühnchen schon. Der Magier. Aufpassen. So, hier sind immer so Leute hinter versteckt. Typisch Souls. Aua. Aber wenn man es mal mit Dark Souls 2 vergleicht, wie viel Leben, wie schnell man sich hier heilt und mit wie viel man sich hier heilt, das ist... Das steht in keinem Verhältnis, in gar keinem Verhältnis. Sind gegen diese Steine, tut's nicht, stumpfe Waffen gut. Keine Ahnung. Das kann ich dir echt nicht sagen. Jetzt könnte man hier runter. Ich lasse es erstmal. Ministerhandschuhe, das ist schon mal sehr gut. Man braucht das ganze Set, dann kann man den Geheimweg aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, ne? Die Tür, die Brücke hier ist komplett weggebrochen, deswegen bin ich hier ganz außen lang gelaufen. Und ich gehe auch hier unten lang, weil ich will das Item haben und hier ist wieder so ein Dude mit dem Sack, das heißt viele Scherben. Scherben sind sehr wichtig. Weil gleich gibt es den ersten Schmied. Und bei dem kann man auch Boss-Sachen bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
Scherben. Da ist noch einer mit dem Sack. Was war hier nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ja, genau. Man kann einfach mehr einsammeln. Es gibt verschieden starke Gräser. Also, das ist schon ganz gut. Und guck mal, wie schnell das einsetzt. Bam, drin. Ist kein Vergleich. Steht in gar keinem Vergleich. Ich glaube, deswegen mögen viele auch Dark Souls 2 nicht, weil dieses ganze, also Estus, erstmal dauert es ewig, bis er in Estus getrunken hat. Und dann ist die Heilung ja auch nicht sofort da, sondern die baut sich über kurze Zeit auf. Das ist so pain in the ass. Wofür sind die Scherben? Mit Scherben kannst du deine Waffe leveln. Scherben sind so wie, ja, wie in anderen Souls-Games auch, dass du, wie gesagt, deine Waffe leveln kannst. Wie gesagt, gleich kommt der erste Schmied, wo ich da meine Waffe leveln kann. Ich weiß gar nicht, ob das Halbmondfallchen und irgendwelche bestimmten Scherben braucht. Was sehen wir dann gleich? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Ist auch lange her, da ich das gespielt habe, deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir es jetzt einmal wieder durchspielen. Macht mir viel Spaß. So, da kann man lang, das lasse ich jetzt gerade erstmal, da gehöre ich gleich lang. Weil hier hinten ist die Abkürzung. Die will ich erstmal aufmachen. Auch wie schnell die Kondition sich hier auflädt. Macht viel mehr Spaß. Es macht so viel mehr Spaß. Ja, ganz viele Hartsteinscherben. Und damit kann ich Waffen leveln. Wir sind übrigens jetzt auch beim Schmied schon. Da vorne, wenn man die Abkürzung aufmacht, kann man ganz nach unten zum Schmied. Und mit dem ein bisschen schmieden. Scherben sind halt wie Scherben. Sorry. So, hier haben wir den Schmied. Genau, reparieren kann man auch. Ich will aber aufwerten. Kann ich sogar. Was brauche ich dafür? Dunkelmondsteinscherben. Nötig 4, Inventar 0. Habe ich nicht. Ja, habe ich nicht. Schade. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Flügelspeer nehme, ne, dann steht immer rechts Scharfsteinscherben. 11 Stück habe ich. 3 brauche ich. Und zack, habe ich ihn gelevelt. Das war jetzt gerade ein bisschen dumm, aber egal. Hier noch was Spannendes, ja, ein Item. Und in den verschiedenen Gebieten findet man halt die verschiedenen Scherben. Da, wo ich die Waffe hier gefunden habe, würde ich zum Beispiel auch vermehrt Dunkelmondsteinscherben finden. Es ist dann immer so ein bisschen aufgeteilt, wo man was findet. So, das war falsch. Ich will ja, kann direkt wieder nach oben, kann eigentlich direkt weiter. Ah, das war ein Item. Oh. Naja, ist eh schon eine starke Waffe. Die ist ja, die ist quasi schon auf plus 5 und dann noch verzaubert. Also, die ist schon sehr stark. Da hat Skoppel recht.
So, hier gibt es jetzt nochmal so einen kleinen Trick. Oh, ich weiß gar nicht. Das bricht auf jeden Fall ein. Ich kann mich da nochmal rüber. Man muss einfach schnell laufen, genau. Waffen-Upgrades, genau, für Scherben, für Waffen-Upgrades. Ist nicht mehr weit bis zur Spinne, bis zum Boss. Muss doch einmal die Lava ab wegmachen. Und dann können wir direkt zur Spinne. Und bei der Spinne kann ich euch auch einen kleinen Trick zeigen, wie man sich die ganz einfach machen kann. Eigentlich den Duftring an. Des Diebes, ja, ist eigentlich ganz gut. Ich scheiß mal auf die, ne? Brauche ich eigentlich nicht. Es kommen nochmal Hündchen. An Diablo 3? Ja, schon. Stimmt. Ja, stimmt, an die Schmiede so ein bisschen, ne? Ja, ja. Ich liebe den Sound vom Game. Der Sound ist so gut. Wir haben die so gut getroffen. Alles fühlt sich, es fühlt sich so an, als würdest du wirklich hier gerade langrennen, wenn du nur auf den Sound achtest. Ich weiß nicht, wie das Twitch rüberbringt, ob ihr dann auch den 3D-Sound habt, so wie ich. Aber wenn ihr den Sound richtig laut macht, es hört sich wirklich so an, dass da jetzt gerade das Wasser plätschert und so. Es ist richtig, richtig gut. Man kann quasi die Hitze von der Lava spüren. So, und hier mache ich jetzt das Wasser rein. Oh. Ich kann mich auch einfach ein bisschen leiser machen, das Game ein bisschen lauter. So. Bin ich nicht mehr so laut und das Game ist lauter.
Hört sich auf jeden Fall geil an. Ja, ne? Finde ich auch. Das finde ich auch. Hier gibt es jetzt eine richtig coole Waffe. Wenn man die in der Offhand hat, dann verstärkt das deine Zauberei. Das ist für Magier natürlich sehr gut, Chris. So, das machen wir direkt mal hier rein. Das ist für gleich sehr wichtig. Das mache ich nämlich mehr Schaden. Oh, hallo Sarah. Moin Marcel. Marcel, ich weiß, ich hatte dich eigentlich eingetragen auf Discord. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich habe da letztes Mal ein bisschen hin und her geklickt aus Versehen. Bitte check nochmal Discord ab wegen deinem, dass du beim Turnier mitmachst. Geht da gleich los. Bitte guck da nochmal. So, und hier sind wir jetzt beim ersten Boss. Let's go. Und was man im Prinzip machen kann, ich weiß nicht, ob das immer noch geht, man kann sich halt hier verstecken, die anvisieren. Hier ist man relativ sicher. Und dann hier mit Magie drauf immer. Echt nur eine Attacke, wovor man Angst haben muss. Und das ist, wenn die Öl auf den Boden macht und dann das Feuer. Das war's. Die kann sehr, sehr frustrierend sein, aber wenn er es so macht, ist eigentlich relativ easy. Hab da runter angeklickt, alles klar, dann ist gut. Ja, und das ist dann halt der Spinnenboss. Der sehr nervig sein kann. Sehr nervig und sehr schwierig. Standardcard wird gefahren. Das zeige ich später alles. Mal leveln. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seid ihr fertig? Mal ein bisschen Leben gemacht, das ist gut. Möge eure Stärke. So. Hier schnell weiter. Also, hier gibt es verschiedene Wege. Die Dinger sind erstmal gefährlich. Die explodieren nämlich, wenn man an denen vorbeiläuft. Wir laufen jetzt erstmal den falschen Weg, würde ich sagen. Oder? Ja, den nächsten Boss schaffe ich auf gar keinen Fall mal ebenso. Der Typ hier kann eine Goldmünze fallen lassen. Das ist sehr gut. Und er lässt auch einen seiner... Ich glaube, Kopf. Ah, ne. Die Kyros lässt er fallen. Ja. So, hier runter will ich noch nicht.
Ja, hier will ich eigentlich nicht lang, weil da... Also erstmal gibt es da nichts, da gibt es nur ganz, ganz viele Scherben und so Sammelzeug, alles, was ich nicht brauche. Und auf der anderen Seite ist der Lurker. Ich weiß gar nicht, wie der, wie heißt der denn nochmal? Irgend so ein Dämon, so ein Feuerdämon, der sehr, sehr schwierig ist. Das wird der erste Boss sein, wo ich richtig zu knabbern haben werde. Ich schau mal. Vielleicht schaffe ich dann auch direkt. Keine Ahnung. Hier runter. Ja, hier runter. Muss halt hier ganz nach unten. Dann finde ich mal den nächsten Boss da. Oh, das war glaube ich falsch. Ah, ne, war okay. Ja, jetzt, also schwerer als der Drache wird es safe nicht sein. Das kann ich schon mal sagen. Das werden die Leute auf YouTube jetzt nicht verstehen. Oh! Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass man da stirbt. Es kommt doch so ein geiler Dämon. Ja, ja, so ein richtig geiler Feuerdämon kommt jetzt. Aua. Dass er komplett freiwillig spielt, hör auf. Also, wenn ich wirklich diesen Drachen da besiegen muss im Dark Souls 2 Projekt, dann kotze ich. Wirklich. Gar keinen Bock. Mit ihrer scheiß Spitzhacke, die sind so stark. Man muss halt immer wieder diesen Weg hier hinlatschen, ne? Das wird spaßig. Bin gespannt. Ich versuche mir erstmal Magic.
Ich weiß nicht, was Telag Races sind, Manus. Ich glaube, auf Englisch heißt er irgendwie Fire Lurker oder so. Er ist auf jeden Fall einer der krassesten Bosse. Oder einer der schwereren. Freust du dich eigentlich schon auf den 24-Stunden-Stream? Ja, mega. Ich habe überlegt, ob wir das am 1.1. oder so machen, wenn ich ein Jahr Twitch feiere. Für den nächsten Boss werden wir... brauchen eigentlich gar nichts. Da kann ich einfach ein bisschen auf Kondition gehen. Kriegen wir den nächsten auch hin? Ja, 50. Den kann ich auf jeden Fall einmal zeigen. Das ist nämlich der Drachengott. Den muss man nicht bekämpfen, da muss man einfach nur schauen, dass man so zwei Bögen benutzt. Sind die random verteilt oder weißt du, wo die sind? Die Türme, Manus. So, Drachengott. Wenn man kommt... guck mal, da ist übrigens Waffe. Das wäre hier frei, wenn man eine komplett weiße Tendenz hätte. Das ist eine ganz coole Waffe. Hier ist meine Tendenz gerade. Ist noch nicht pure white. Ja, und wenn er einen hier trifft, ist man halt safe tot. Also sofort. Oder auch nicht. Ah doch, man ist direkt tot. Ja, hier gab's... es gibt hier einen Trick irgendwie. Man kann die Dinger auch von was weiter weg angreifen. Muss ich mal schauen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Sind random? Boah, gar keinen Bock. Brauche ich nicht. Scheiß auf 150 SG.
Der Kampf war enttäuscht, als ich es im Let's Play gesehen habe. Meinst ihr den Drachengott? Ja, das ist ja kein Fight, ne? Du musst halt nur durchkommen. Das ist halt ein bisschen tricky. Das kann ein bisschen tricky sein, tatsächlich. So, du musst halt eigentlich immer auf seine Augen achten. Du kannst dich hier so verstecken. Und du musst halt mal gucken, wo er hinguckt. Wenn er wegguckt, kannst du weiterlaufen. So, jetzt guckt er gerade nach unten. Und irgendwann guckt er nach rechts und dann kann ich laufen. So, jetzt. Theoretisch. Ich versuche das jetzt nochmal eben 5 Minuten, Leute. Gucken, ob ich es schaffe. Das ist halt einfach... Das ist halt total random, weil du halt immer One-Hit bist und ich... Es gibt da... Also... Ja, verschiedene Wege, wie man das macht, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ist auch zu lange her. So, hier ist der erste Bogen. Der erste Bogen ist relativ easy. Ochs am Berg. So, der erste ist easy, der zweite ist halt der, der ein bisschen tricky ist. Und hier muss man jetzt halt wirklich schauen, dass er halt nicht guckt. Glaube ich. Jetzt würde er mich halt safe sehen. Jetzt guckt er weg, jetzt kann ich hier hin. Man darf auch nicht dem Sound, das macht er nämlich öfters mal. Dem Sound darf man nicht vertrauen. Yo, King Kong. Das ist der zweite. Ich glaube, ich habe den Lizard verkackt. Kombi kommt nicht. Eine Kaugummutter, ja, ja. Ja, der Fight hier ist relativ enttäuschend. Da muss ich Beli aber schon recht geben.
tatsächlich. Wenn man zu nah rangeht, dann kriegt man Schaden von seinem Atem. Muss man aufpassen. Jo, und das war's. Das war der Drachengott. Und jetzt kann man beim Turmritter weiter. So ein cooler Boss verschwendet. Ah. Stimmt schon. So, jetzt muss ich überlegen. Jetzt kann man so langsamer auf Magie gehen, weil jetzt im nächsten Gebiet kriegt man die erste Magier-Truller. Da kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf Magie gehen. Zauberkapazität 1, da gehe ich mal auf 2 auf jeden Fall. Magieschaden ist eigentlich okay. Oh, 15. 15. Das ist erstmal okay. Seid ihr fertig? Und dann geht's weiter in der nächsten Folge, dann hier beim Turmritter Vorburg geht's dann weiter. Ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren, Like auf dem Video lassen. Und lasst mal gerne eure Meinung da, wie ihr den Drachengott findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.